Sie haben vom Jobcenter einen Termin erhalten, dass Sie sich bitte dort melden sollen und Sie haben einfach mal keinen Bock drauf hinzugehen, ja, weil Sie einfach mit Ihren Sacharbeitern nicht klarkommen oder weil dieser Sie einfach schikaniert. Natürlich gibt es immer eine Rechtsbelehrung und da steht immer, dass quasi diese Einladung keine aufschiebende Wirkung hat. Und ich möchte Ihnen hier zeigen, ob man gerichtlich gegen so eine Einladung vorgehen kann und wünsche allen lieben Zuschauern einen schönen guten Tag. Wir haben hier ein Originalurteil und zwar Beschluss in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Hier hat der Kunde gegen das Jobcenter geklagt. Ich habe einige Stellen weiß markiert, anstatt zu schwärzen, weil das wird zu viel, ja. Wir haben hier den Antrag und hier steht, der Antrag wird abgelehnt. Also das Sozialgericht lehnt quasi die aufschiebende Wirkung gegen die Einladung ab. Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten. Wie begründet das Gericht die Ablehnung? Und zwar, das Gericht sagt, man kann nicht ohne weiteres gegen die Einladung aufschiebende Wirkung erwirken, sondern nur bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit des Bescheides. Also wenn quasi das Bescheid fehlerhaft ist, da kann man gegen vorgehen. Aber einfach so geht es nicht. Auch das Hessische Landsozialgericht hat sich mit dem Fall beschäftigt. Und sie sagen auch, dass quasi die Klage unzulässig verworfen wird. Wir begründen die drei Richter am Landessozialgericht das Ganze. Und zwar hier geht es um einen 750 Euro Streitwert. Das gesamte Verfahren muss diese Wert erstmal übersteigen. Ja, und erst dann ist sozusagen das Verfahren auch zulässig. Aber sie berufen sich halt auch darauf, dass der Kunde keinen Grund hat, nicht zum Termin zu gehen. Auf der letzten Seite, falls Sie Lust haben, können Sie sich gerne auch mal das Urteil weiter durchlesen. Wie gesagt, die Richter sind da ein bisschen härter, wenn es darum geht, dass der Kunde nicht einfach hingehen möchte. Und ja, das ist halt das gesamte Urteil. Bitte, wenn Sie bei Jobcenter Termin haben, unbedingt hingehen, sonst droht Sanktionen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich hoffe, das Urteil kann Ihnen weiterhelfen und bis zum nächsten Video.